Der Verfassungsschutz bestätigte am 28. Januar 1970, dass die beiden Agenten der Státní bezpečnost, Marina und Tonda, mit den Eheleuten Pekelsky identisch seien. Die Sache war insofern pikant, weil die beiden zuvor auch für die CIA und den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hatten. Wladimír Pekelsky war ein Experte für die Emigration aus der Tschechoslowakei nach 1945, baute für die Deutsche Welle ein umfangreiches Dokumentenarchiv auf, das er zum Teil an das Collegium Carolinum verkaufte. Von diesem spannenden und einzigartigen Archiv bewahrt das Collegium Carolinum rund 850 Zeitschriftentitel und Monographien auf. Hauptsächlich handelt es sich um tschechische und slowakische Exilzeitschriften mit einem Schwerpunkt auf konservativen, nationalistischen und antikommunistischen Gruppen. In unserem neuen Findbuch können Sie in dem Bestand recherchieren, unterstützt durch ein aufwendiges Personen- und Ortsregister. Eine digitale Erschließung findet in den nächsten Jahren durch das BKM-Projekt Sudetendeutsche transnational, global und digital statt. Doch nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern.